gesehen, wir machen einen Spaghetti-Kuchen. Aber für die Leute von euch, die gerne diese Blitzrezepte sehen, keine Angst, damit geht es auch weiter. Also wie gesagt, da keine Befürchtung. Und zwar, wir fangen mal an mit dem Teig. Da haben wir einmal 70 Gramm Zucker, dann ein Ei. Dann haben wir 65 ml neutrales Öl und 65 ml Mineralwasser. Das habe ich hier zusammen reingegeben. Dann brauchen wir so einen Teelöffel Backpulver und 50 Gramm Mehl. Und das ist natürlich wieder keine Werbung. So, und das rühren wir uns jetzt zusammen. Den Ofen habe ich übrigens auch schon auf 190 Grad Ober- und Unterhitze eingestellt zum Vorheizen. Und was ich noch nicht gesagt habe, ich habe hier wieder meine Springform mit dem Durchmesser von 19 cm. Da habe ich jetzt ein Backpapier reingelegt und jetzt habe ich hier das Ei drin. Da gebe ich jetzt den Zucker mit dazu und das tun wir jetzt erstmal schaumig rühren. Dann geht es weiter mit unserem Öl und dem Mineralwasser. Dann geben wir noch das Mehl und Backpulver hinzu. Und dann haben wir auch schon den Boden. Einmal noch verrühren. Und dann können wir auch schon den Teig auf den Boden geben. Und das geht dann ab in den Ofen. So, wir können jetzt weitermachen. Hier seht ihr den Boden, der war 30 Minuten im Ofen. Ich habe danach einfach nur gleich den Rand hier etwas gelöst, damit, wenn der zusammenfällt, der Rand auch mit zusammenfallen kann. Und jetzt kommt unsere zweite Schicht. Da haben wir einmal 125 Gramm Vanillejoghurt, also nicht Pudding, sondern Vanillejoghurt. Dann sind da noch 7 Gramm Zucker dabei. Das habe ich einfach schon mit dazugegeben. Hier habe ich jetzt eingeweicht 3 Blätter Gelatine in kaltes Wasser. Und dann haben wir hier noch 80 ml Sahne. Damit beginnen wir jetzt auch, dass wir die Sahne aufschlagen. Sollte die jetzt nicht ganz steif werden, weil die vielleicht nicht aus dem Kühlschrank ist, wäre es in dem Falle nicht so schlimm, weil wir ja Gelatine haben. Aber ja, ist auch nicht schlecht, wenn wir so schön aufschlagen. So, was ich jetzt hinter mir mache, einfach auf dem Herd, aber wir machen eigentlich gleich hier weiter, deswegen brauche ich das jetzt nicht zeigen. Ich werde jetzt einfach die Gelatine ausdrücken und werde die einfach nur hinter mir auf dem Herd bei ja, geringer Temperatur einfach nur schmelzen lassen. So einfach nur, dass sie flüssig ist und dann sehen wir uns nämlich gleich hier wieder. Deswegen lohnt sich das jetzt nicht, ja, das Ganze auf dem Herd zu zeigen. Einfach nur flüssig werden lassen und dabei bleiben, denn das geht sehr, sehr schnell. Und jetzt, entweder hätte man jetzt den Pudding unterrühren können, dann hätte man aber den Zucker zur Sahne geben sollen, damit der Zucker sich da auflöst. Das habe ich im Vorfeld nicht bedacht, deswegen gebe ich das jetzt einfach so zusammen dazu und werde es einfach nochmal mit dem elektrischen Rührgerät verrühren. So, die Gelatine ist jetzt geschmolzen, ist jetzt flüssig. Was jetzt einfach nur wichtig ist, dass man das jetzt nicht in unseren Pudding direkt oder in unseren Joghurt dazu tut, sondern dass man die Temperatur erstmal angleicht. Denn sonst würde das Ganze Klümpchen geben, weil natürlich die Gelatine dann gleich fest werden will. Und deswegen einfach erstmal Temperatur angleichen und dann können wir das zurück zu unserem Sahne-Joghurt-Gemisch geben. Und das müssen wir dann einfach gut miteinander verrühren. Und dann haben wir auch schon diese Schicht. Und dann geben wir das Ganze einfach auf unseren Boden. Und dann geht es nämlich erstmal ab in den Kühlschrank zum Festwerden. Jetzt kommen wir auch schon zu unseren Spaghettis. Also ich habe jetzt den Kuchen
mal für 20 Minuten ins Gefrierfach gestellt und schon ist es fest. Also das dauert nicht lang, weil wir ja auch nur eine dünne Schicht haben. Hier haben wir jetzt 200 Milliliter Sahne und dann haben wir einmal so eine Paradiescreme, ist natürlich wieder keine Werbung. Einfach, ja, das stand halt auch im Rezept drin. Das davon nehmen wir so, hier, das steht auch wieder fertig in 3 Minuten. Also es soll halt wieder so ein kalt angerührtes Puddingpulver sein. Da gebe ich jetzt so ungefähr ein Viertel rein. Viertel bis ein halbes Päckchen. Und das tun wir jetzt einfach erstmal verrühren. Und jetzt geht's ans Verzieren. Darauf habe ich mich am meisten gefreut. Und zwar habe ich jetzt die Creme in so ein Spritzteil da reingegeben. Man kann aber auch so eine Tüte nehmen und eine ganz dünne Spitze abschneiden. Ich muss jetzt mal gucken, ob das hier überhaupt funktioniert. Ich habe es nämlich noch nicht ausprobiert. Doch, ich würde sagen, sieht schon so nach Spaghetti aus. Jetzt nur noch mal ein bisschen gucken, wie man es am besten. So. Jetzt kommen wir zu unserer Erdbeersoße. Die habe ich jetzt gekauft. Nicht, nur nicht, dass man die Spaghetti dann am Schluss gar nicht mehr sieht. Wäre ja auch blöd. Deswegen lassen wir das jetzt. Dann haben wir das. Und zu guter Letzt kommen jetzt noch Schokoladenraspeln drauf. Die weißen. Dann stelle ich das erstmal noch in den Kühlschrank. Und dann kommen wir zum Anschneiden. So sieht das Ganze dann angeschnitten aus. Also richtig schön lecker. So. Und was soll ich mir sagen? Ach nee, halt, stopp. Ich habe nämlich eben das Video schon mal geschnitten. Da ist mir aufgefallen, dass ich zwei Sachen, da muss ich die nämlich nicht wieder dazu schreiben, noch sagen wollte. Und zwar, ich habe bei dem, wo wir jetzt die Spaghettis gemacht haben, das war Puddingpulver Vanille. Das hatte ich nämlich nicht dazu gesagt. Und da habe ich dann nur gesagt, ah ja, dann verrühren wir das nochmal, aber das muss schon so 3 Minuten, wie gesagt, verrührt werden, damit es natürlich auch fest wird, also nicht einfach nur mal so 10 Sekunden, sonst kriegen wir natürlich keine Spaghettis. Ja, dann habe ich das nämlich jetzt auch noch erwähnt und muss das, wie gesagt, nicht zusätzlich dazu schreiben. Aber dann sind wir wirklich am Ende und dann kann ich nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!